Hallo und willkommen zu einem nächsten Video rund um Hugo Pratt und Corto Maltese. Wir befinden uns in dem Band im Zeichen des Steinbocks bei der fünften Geschichte, die im Original den Titel trägt E riparleremo dei gentiluomini di fortuna und auf Deutsch deutlich einfacher die Spur des Totenkopfs. Dieses Kapitel ist ein kleinerer Sprung in die Zukunft, denn inzwischen haben Corto, Tristan und Dr. Steiner die Karibik erreicht. Hier erleben wir wieder eine Schatzsuche. Ein Glücksritter wie Corto hat eben mehrere Eisen im Feuer, die er in der jeweiligen Region abchecken möchte. Diesmal kriegen wir allerdings genaue Koordinaten angezeigt. Hier auf dieser Spielkarte, die Corto Maltese als der Schlüssel zum Versteck des Schatzes dient. Die Koordinaten sind 18 Grad 24 Minuten nördlicher Länge und 65 Grad 3 Minuten westlicher Breite. Damit befinden wir uns etwas nördlich der Jungferninseln, heute in der US-amerikanischen Verwaltungszone. Dieses Stück Karibik wurde aber in jenem Jahr von Dänemark beansprucht und war ein Streitobjekt zwischen Dänen und Briten. Somit scheint ja diese Insel erfunden zu sein, wobei es in Sichtweite von hier tatsächlich zwei winzige Inseln gibt mit den Namen Cockroach Island und Cricket Rock. Hugo Pratt macht uns hier auch bekannt mit der historischen Gestalt von John Rackham, besser bekannt als Calico Jack, der im 17. Jahrhundert diese Gegend unsicher gemacht hatte und dessen Schatz Corto Maltese finden möchte. Und die Spur führt erstmal nach St. Kitts and Nevis, ein Inselstaat in der Karibik. Basseterre ist heute die Hauptstadt, ehemaliges Gebiet der Franzosen, später an die Briten verloren. Wir befinden uns hier in einer Inselgruppe, die man auch als die Leeward Islands bezeichnet, im Gegensatz zu den südlicher gelegenen Windward Islands. Bezeichnungen, die sich auf die Passatwinde dieser Region beziehen, auf Englisch treffend Trade Winds genannt. Diese Dame hier trägt den Namen Ambiguity. Dabei ist der Name natürlich Programm, weil sich später herausstellen sollte, dass sie eine vollkommen durchgeknallte Frau ist. Hier finden wir zum ersten Mal eine Referenz zur Südseeballade in diesem Band und wir müssen da auch nicht lange warten und haben ein Wiedersehen mit einem wichtigen Protagonisten aus dem Corto Maltese Universum, nämlich Rasputin. Und die Beziehung zwischen Corto Maltese und Rasputin ist wirklich seltsam und durchaus humorvoll, zumindest im Bereich von schwarzem Humor, denn es ist eine Freundschaft, die voller Drohungen ist. Und zwar nicht nur von Rasputin ausgehend, sondern auch von Corto. Man hat immer den Eindruck, dass Corto Maltese um jeden Preis versuchen möchte, Rasputin so sehr zur Weißglut zu treiben, dass dieser versucht, ihn umzubringen. Es gibt also vier Karten und auf jeder dieser vier Karten ist ein Stück der Information draufgeschrieben und Corto Maltese weiß ungefähr, wo diese Karten so im Umlauf sind oder wer welche Karte besitzt. Und durch Rasputin und Ambiguity hat er nun schon drei dieser Karten in der Hand. Aber die beiden kommen natürlich mit. El Santo ist offensichtlich ein ehemaliger Conquistador, der Spanier, der hier mehr wie sein Geist seit Jahrhunderten lebt. Das ist also wieder so diese typische Metaphysik des Denkbaren, die Hugo Pratt hier praktiziert. Aber man darf nicht vergessen, dass das nicht die erste Person ist, die wir in diesem Universum getroffen haben, die über 200 Jahre alt sein könnte. Golden Rosemouth scheint genauso alt zu sein. Rasputin und Ambiguity als Paar sind ja wie so eine Art kritische Masse
Wie zwei Chemikalien, die vollkommen explosiv sind, wenn sie zusammengebracht werden. Das ist die Frage, wer von den beiden durchgeknallter ist. Wie so oft endet alles so ein bisschen in einem Desaster. Stellt sich aber eben heraus, dass der Schatz in den Läufen der Kanonen versteckt war und dass El Santo das Gold einfach nur als Munition verwendet hatte, während er auf sie geschossen hat. Hier erfahren wir dann, dass Tristan ja inzwischen abgereist ist, zurück nach England. Und immer dann, wenn Corto nicht weiß, wo sich Dr. Steiner befindet, braucht er nur im lokalen Gefängnis nachzusehen, weil mit großer Wahrscheinlichkeit Steiner dort gerade ausgenüchtert wird. Also Steiners Alkoholproblem kann sicherlich mit dem Alkoholproblem von Kapitän Haddock mithalten. Aber interessant ist ja, dass Steiner das die meiste Zeit durchaus im Griff hat, zumindest solange er an der Seite von Corto Maltese ist. Er wird immer dann rückfällig, wenn Corto Maltese ihn für einige Wochen alleine lässt in irgendeiner dieser Hafenstädte, um irgendwas zu erledigen oder nach dem Schatz zu suchen. Und die Geschichte endet wieder mit augenzwinkernder Ironie. Auch diesmal ist es Corto nicht vergönnt, einen Schatz zu heben, weil erst jetzt bekommt er die vierte Karte per Post zugeschickt von Golden Rosemouth und da steht, das Gold ist in den Läufen der Kanonen versteckt. Das hätte er natürlich einige Wochen vorher als Information gebraucht. Und damit endet diese Kurzgeschichte. Und es fehlt nur noch eine in diesem Band und mit der können wir uns dann im nächsten Video beschäftigen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Thank you.